meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren CS:GO Overwatch, heute auf Cash, sehr schön, nicht wieder wie immer auf Mirage oder das 2, sondern auf Cash. Oder wir dobsten darum. Guck mal, ein Gummibärchen. Ja, ich hatte eben schon eins offen. Aber das war ein Spinbotter im oh, wie er eben nochmal kurz drüber gelockt hat. Das war ein Spinbotter auf Wingman. Und das war wirklich höchst bescheiden. Das musste ich jetzt dann überspringen. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er hier genauso behindert herumdopsen ist. Aber dennoch habe ich ja jetzt leider auch nicht ewig Zeit. Ich muss echt in letzter Zeit immer öfter oder länger warten, um ein neues Overwatch zu bekommen. Also normalerweise, früher war es so, wenn ich eins gemacht habe, auch wenn ich es durchgespult habe komplett, habe ich Counter-Strike ausgemacht, Steam wieder an, Counter-Strike an, dann hat er sofort den nächsten Fall. Jetzt musste ich gerade nach diesem Wingman-Match, das ich nicht durchgespult habe, ne, das habe ich einfach durchlaufen lassen, habe ihm dann alles halt gedrückt, ne, für Spinbot, musste ich bestimmt nochmal 5 oder 6 Minuten oder 7 warten, bis das nächste kommt. Und ich muss das gleich weitermachen mit meinem Jumpel, deswegen habe ich jetzt nicht ewig Zeit. Also ich würde sagen, er Bunny hoppt schon etwas, ja. Vision, Aim Assist, was sagt ihr dazu? Ist da vielleicht dann noch ein kleiner Grief mit am Start? Oh, alter Falter, da hat er aber eine Gewäsche bekommen. Es scheint hier auch wieder so zu sein, als hätten wir hier mindestens einen Spieler, der auch cheatet im Gegnerteam. Oder was heißt der auch cheatet? Ich will ja nichts sagen, aber guckt euch mal die Stats an. Der Suspect, der hier gewisse Sachen möglicherweise anhat, ist sogar noch nicht mal Erster, sondern ist Vorletzter bei sich im Team. Die Tiers dobsen auch so rum, haben wir ja eben schon gesehen. Da hinten dobst auch wieder einer, bei Main. Trotz möglicherweise angeschaltetem Vision. Guck mal, da hat sogar einer. Alter, Falter, der hat sogar Dinger, ne? Also, der ist am Spinnen, der Boy. Wir haben hier eine komplette Cheater-Lobby wieder. Guck mal, du Scheiße. Und er wird einfach komplett... Oh, jetzt habe ich das Ding weggemacht. Ey, wird komplett weggehackt hier, der Cheater-Boy. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier auch wieder ein Beispiel für ein... Für die Trust-Level, ne? Das sind Boys mit schlechtem Trust, die zusammengeführt werden. Und man sieht hier wurden auf jeden Fall die richtigen zusammengeführt, ne? Ganz klar. Guck mal, das ist ein richtiges Hacker versus Hacker-Game. Hier geht's darum, wer die besseren Hacks hat. Wahnsinn. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, wegen dem Merch. Ihr fragt mich ja ständig wegen dem Merch, weil ich aber auch ständig sage, ich hocke mich dran. Heute saß ich dran und ich werde mich auch später bzw. morgen noch dran setzen und die neuesten... die ehemaligen neuesten Designs reinmachen, ja. Alter Falter, dem hat aber auch eine geklatscht. Holla die Waldfee. Es ist schon irgendwie ist es interessant, das zu sehen, wobei ich gerne durchschalten würde. Also ich würde gerne ein richtiges Hacker vs. Hacker-Spiel mal begutachten wollen. Also die Spiele, die extra ausgerichtet werden in der Hack-Community, wo es nur darum geht, gegen Hacker zu spielen und auf keinen Fall gegen Legit Boys. So, das würde ich echt gerne mal sehen. Hier haben wir es wahrscheinlich, so ähnlich, aber ich kann halt nicht durchschalten, schade. Ja, ich setze mich dann später oder morgen da nochmal dran und veröffentliche den ganzen Kram. Und dann sind wieder einige neue Designs, beziehungsweise auch neue Artikel da. Ihr wisst ja, in dem bei Spreadshirt und Co. da, wo ich mein Merch habe, da gibt es nicht nur Klamotten, sondern eben auch Tassen, Bettbezüge, Kissenbezüge und so einen Schotter. Ja. Ich habe übrigens auch gerade aktuell einfach kurz, um mal fortzuführen, eins an. Ein Merch an diese. Ich habe noch nie ein Merch-Video gemacht, also wo ich so gesagt habe, guckt mal, das Merch, und wow, ich habe auch noch irgendwo eine Tasse, warte mal, wo habe ich denn die hingestellt? Ich habe mir eine Tasse, die hatte ich irgendwann mal hier im Büro und gar nicht mehr in der Küche. Ich hätte schwören können, die habe ich in den Schrank gestellt, aber naja, ja, vielleicht mache ich sowas dann mal. Wenn das nächste Merch am Start ist, werde ich euch, glaube ich, mal so ein kleines, so ein Merch-Showcase oder sowas machen. Weil doch immer wieder viele überrascht sind. Wir haben im Stream haben wir halt ab und an mal jemanden, der dann sagt, hey, guck mal auf Snap, ich habe mir was bei dir im Shop gekauft und hab's jetzt an und guck mal, wie cool das aussieht. Und dann sagen manche, was, Merch, was? Und dann kommt immer dieses Gespräch ins Rollen aufs Neue, von wegen, dann kommt meistens Idris oder jemand anderes, der dann sagt, hey, du wolltest doch schon seit Jahrzehnten neu machen, Mensch, hey. Ja, das habe ich jetzt halt die ganze Zeit nicht gemacht, beziehungsweise nie richtig konsequent verfolgt. Aber jetzt habe ich mich dran gesetzt vorhin. Das heißt, es gibt dann bald neuen Kram, wobei für ganz neue Leute natürlich der aktuelle Kram auch mehr oder weniger neu ist. Ihr könnt da mal reinschauen, wenn ihr wollt. Der Link zum Shop steht schon immer in der Beschreibung, ein Stück weiter unten halt. Ihr müsst die aufklappen, da sind irgendwo die ganzen Links und da stehen da steht auch der Merch-Shop. Ich glaube, er steht auch als Merch-Shop oder mein Merch-Doppelpunkt und dann ist da halt der Link von meinem Shop. Ja, dann wollte ich noch ab heute feste allen Patreons und allen meinen YouTube-Mitgliedern danken, denn so, warte mal kurz, nimmt das jetzt überhaupt gescheit auf? Ja.
denn so sollte es eigentlich sein. Ich wollte die Patreons und auch die Mitglieder einbinden, das werde ich jetzt auch machen, in die Videos, die halt eine Endcard haben, da werden die dann immer drinstehen. Aber da ich das ja live aufnehme und auch gleich auf Stopp drücke, dann ist das Video fertig, kann ich die jetzt hier nicht einbinden, also nicht richtig. Deswegen lese ich euch einfach geschwind, oder? Mache ich das so? Oder soll ich es reinschieben? Ich weiß nicht, ich habe es abfotografiert, ich weiß aber nicht, welche Daten alle... Eigentlich ist es ja egal. Aber ich lese es lieber vor. Also, Leute, ich bedanke mich erstmal bei meinen Patreons. Vielen Dank an Felix, danke an Gameboy, danke an Laurin, Le Götz, Louis, Meiner Swin, Nico der Profi, Noah Mühle, Sanse und The Rick. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid Homme. Und danke an meine beiden YouTube-Mitglieder, Meiner Swin und Christian D. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist gerade mal der Hammer. Dankeschön. Und ja, an alle natürlich auch vielen Dank für eure Aktivität und so weiter und so fort. Ja, der Hammer. Ich habe gerade heute wieder 3 Stunden Kommentare beantwortet, war aber meine eigene Schuld, weil ich tagelang fast nichts gemacht habe. Und so sammeln sich natürlich dann Kommentare auch schnell mal an. So schön aktiv, wie ihr seid, was mich ultra freut. Auch vielen, vielen Dank wieder für die Daumen und alles Mögliche. Es ist crikey, fucking crikey. Dankeschön, macht's gut. Wir sehen uns dann morgen im Livestream und dann eben auch morgen im nächsten Video. Haut ordentlich rein. Bis zum nächsten Mal.